Heute betreten wir Minecraft-Mobs. Egal, ob es ein Golem ist, ein Hühnchen oder ein Villager, wir werden uns anschauen, was wirklich in einem Minecraft-Mob drin steckt. Denn in jedem Minecraft-Mob steckt ein Kopf drin, den wir sammeln müssen. Diese Köpfe müssen wir zu einer Tafel bringen und im Anschluss bekommen wir eine Belohnung. Bleibt also bis zum Ende dran, denn es wird super spannend. Und da sind wir schon im Villager-Dorf unterwegs, denn ich habe gesehen, hier ist wirklich diese Tafel und wir sehen, wir können einige Minecraft-Mobs heute reingehen. Aber wenn ihr auf jeden Fall das Ganze mögt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Denn Leute, dann wird das Wochenende auch sonnig. Also Like und Abo nicht vergessen, dann sorge ich für gutes Wetter. Und Leute, wir müssen erstmal auch zusehen, dass wir irgendwie in diese Minecraft-Mobs reinkommen können. Und ich habe da vorne schon etwas gesehen. Denn wir sehen hier vorne, können wir anscheinend Mob-Perlen bekommen. Schaut euch das mal an. Das sind einfach mal lilane Perlen. Und damit können wir anscheinend in die Monster reingehen. Okay, die Frage ist nur, wir brauchen einen Emerald pro Mob-Perle. Das heißt, wie kommen wir an Emeralds? Ich würde sagen, ich meine, wir sind ja in so einem Villager-Dorf. Wir können uns ja einfach mal so ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwelche Kisten, wo Emeralds drin sind. Ich meine, wir leihen sie uns ja nur aus. Wir klauen sie doch nicht. Wir leihen uns die Mob-Perlen oder die Emeralds aus. Und ich denke mal, das sollte ja gar keinen stören. Natürlich nehme ich mir noch ein bisschen was hier an Heu mit, weil, Leute, Essen werden wir auf jeden Fall benötigen. Das ist ja ganz klar. Aber jetzt schauen wir nochmal in den Häusern nach, denn meistens sind ja hier auch so Kisten und in den Kisten sind dann irgendwie Emeralds, Ausrüstung und ja, wir sehen sogar, ey, Ausrüstung haben wir auch bekommen, Brot haben wir auch bekommen. Ey, Leute, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Okay, gucken wir nochmal hier nach. Aber 3 Mob-Perlen haben wir schon gesichert und hier haben wir noch weitere Mob-Perlen und sogar eine ganze Lederrüstung, die wir hier bekommen haben. Leute, besser hätte es nicht laufen können. Dann würde ich sagen, wir besorgen uns jetzt erstmal hier diese Mob-Perlen. Ich meine, 7 Emeralds haben wir ja. Und dann können wir auch eigentlich schon loslegen. Ich werde jetzt einfach mal hier vorne reinwerfen und zusehen, dass wir dann in diese Mobs reinkommen. So, ich werfe mal 7 rein. Und jetzt müssten hier auch exakt 7 drin sein. Und wir sehen, das ist auch der Fall. Perfekt. Wir sehen, 7 Mob-Perlen sind am Start. Okay, Leute, da bin ich ja mal gespannt. Aber bevor wir in so einen Minecraft-Mob reingehen, sollten wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz zusehen, dass wir Stein-Equipment haben. Weil so ganz ohne Equipment, ich meine, ich weiß ja nicht, was uns erwartet. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn wir nicht mal eine Spitzhacke haben. Am Ende müssen wir uns irgendwie rausbuddeln und wir haben keine Spitzhacke. Oder vielleicht kommen wir auch auf Monster und ja, dann gar keine Waffe zu haben. Ich glaube, wir sind uns einig, das ist keine gute Idee. Deswegen ganz kurz Stein-Equipment besorgen. Vielleicht einen Crafting-Table nochmal machen. Dann sollte es auf jeden Fall ausreichen. Und ich schnapp mir einfach mal hier, wie immer, die Hausfassade als Stein. Also hier, das nehmen wir jetzt einfach mal als Steinquelle. Dann brauche ich auch nicht nach irgendwelchen anderen Steinen suchen. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch nicht viel. Ja, ich glaube, 6 sollten es sein. 6 Steine brauchen wir ungefähr. Und dann passt das auf jeden Fall. So, zack, hier 6 und 7. Sollte passen. Ich mache jetzt, wie gesagt, einfach mal hier eine Axt und ich mache eine Spitzhacke. Zack. Und dann würde ich sagen, das war's eigentlich. Wir gehen jetzt einfach mal in die ersten Mobs herein. So, jetzt bin ich mir natürlich ein bisschen unsicher, was da nochmal alles drauf stand. Also, ich glaube, ein Huhn war auf jeden Fall auf der Liste. Und eine Kuh habe ich auch gesehen, glaube ich. Wir sehen Villager, Golem. Kann jetzt natürlich ein Eisengolem sein, kann auch ein Schneegolem sein. Und ein Huhn und eine Kuh. Okay, aber ich würde sagen, wir suchen dann erstmal. Oh, da haben wir eine Kuh. Guck mal. Perfekt, Leute. Dann würde ich sagen, wir werfen jetzt mal die Enderperle hier drauf. Ich muss die Perle eigentlich einfach irgendwo drauf werfen. Und ich würde sagen, wir versuchen es aus. 3, 2, 1. Okay, okay, warte mal. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wir sehen sofort hier eine Kuh am Start. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, bin ich wirklich im Bein von der Kuh gelandet. Okay, Kuh, du musst jetzt aber mal ganz kurz zur Seite gehen. Ich sehe auf jeden Fall, wir haben hier Leitern am Start. Aber wir dürfen unser Ziel nicht vergessen, denn wir müssen hier jetzt einen Kuhkopf finden. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ich springe jetzt mal hier hoch. Okay. Und ich glaube wirklich, oh, das sind, glaube ich, diese Kuhflecken. Ich glaube wirklich, oh, jetzt falle ich runter. Ich glaube, wir sind im Fuß. Oh,
Uiuiuiui. Wir sind auf jeden Fall im Fuß gewesen. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Und das sieht auf jeden Fall so aus, als müssten wir jetzt... Da ist der Kuhkopf. Okay, da ist der Kuhkopf. Ich muss mal ganz kurz jetzt hier ein paar Mobs beseitigen, weil sonst schubsen die mich am Ende wahrscheinlich noch herunter. Und das will ich auf keinen Fall riskieren. So, die Kühe sind jetzt hier beseitigt. So, die muss ich einmal ganz kurz hier auch herunterschubsen. So, zack, du auch, Kuh. So, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal hier dieses kleine Jump and Run. So, muss mich natürlich jetzt hier konzentrieren, dass ich auf keinen Fall herunterfalle. So, Kuh, du gehst jetzt hier bitte zur Seite. So, zack und bam. Okay, Leute, und da sehen wir, haben wir schon den Kuhkopf am Start. Den bauen wir jetzt einmal ab, zack, und den haben wir jetzt. Okay, Freunde, wir waren gerade eben noch in dieser Minecraft-Kuh drin und schon sind wir draußen mit diesem Kuhkopf natürlich nicht zu vergessen. Sondern ich würde sagen, damit wir diesen Kuhkopf auch auf keinen Fall verlieren, bringen wir den erstmal hier zur Tafel. So, dann sehen wir mal zu, dass wir den hier reinpacken, hier bei der Kuh. Und wir sehen hier, der Kuhkopf ist jetzt am Start. Dann würde ich sagen, als nächstes können wir eigentlich, wie wäre es mit dem, ich würde sagen, mit dem Huhn machen wir weiter. Komm, wir machen mit dem Huhn weiter. Das kommt uns sogar hier schon entgegen. Sondern würde ich sagen, ich werfe einfach mal die Enderperle hier drauf und ich hoffe, dass ich nicht verfehle. So, 3, 2, 1 und... Leute, wo sind wir denn jetzt gelandet? Warte mal, auf einem... Sind wir auf dem Fuß von einem Huhn? Lol, und warte mal, wir können da auf jeden Fall reinlaufen, sehe ich gerade. Ah, wir müssen so einen Leitersprung machen um die Ecke. Ui, das kann jetzt spannend werden. Ich versuche mal aus, jetzt hier nicht zu sterben. Und wir haben Sim bekommen, Freunde. Wir haben Sim bekommen. Das war sehr riskant, weil ihr seht, ich bin anscheinend irgendwo hier im Himmel gelandet. So, wir gehen mal hoch und wir sehen, alter Schwede, hier sind ja mal super viele Eier in einem Huhn drin. Ich meine, wer hätte es auch erwartet, dass hier viele Eier sind. Und die können wir anscheinend auch alle herausnehmen. Schaut euch das mal an, ey. Ist ja der Wahnsinn. Okay. Okay, und hier haben wir auch einige Hühner am Start. Wir sehen's. Aber was ich mich frage, ist, wo ist jetzt hier dieser Kopf? Hier scheint ja gar kein Kopf zu sein. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen durcharbeiten. Hau ab! So, wir müssen uns anscheinend wirklich ein bisschen durcharbeiten, weil ich finde hier wirklich gar keinen Kopf. Okay, und die Hühner wollen anscheinend hier auch schon flüchten. Zumindest springen sie immer hier heraus. Okay, so, du haust jetzt ab, Huhn, genau. Ich werde jetzt einfach mal diese Wolle nehmen und versuchen hier irgendwie auf das Huhn draufzukommen. Oh, hier haben wir eine Spinne. So, Spinne. So, okay, 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 okay. Und lol, warte mal, ich bin gerade auf dem Flügel von einem Huhn drauf. Ey, das sieht ja mal cool aus. Schaut euch das mal an. Warte mal, ich will jetzt hier hoch. Ich will jetzt hier auf jeden Fall hoch. Okay, ich bin jetzt auf dem Schnabel drauf. Und Leute, wie cool ist das denn? Wir sind hier wirklich auf diesem Huhn drauf. Und ich muss sagen, dieser Ausblick, der ist auf jeden Fall sehr verrückt. Vielleicht ist ja der Kopf, also Huhnkopf im Kopf drin. Kann das sein? Und wir sehen, doch, guckt euch das an. Da ist wirklich ein Huhnkopf. Hier haben wir ihn wirklich gefunden. Das ist ja mal der Hammer. Okay, das heißt, der Huhnkopf ist jetzt auf jeden Fall auch am Start. Und dann können wir auch wieder zurück. Und da waren wir tatsächlich gerade noch drin. Aber ich würde sagen, mit diesem Huhnkopf bewaffnet, gehen wir jetzt erstmal hier zur Tafel hin. Und wir packen ihn selbstverständlich hier in den Huhnbereich rein. Und zack, wir sehen es jetzt hier. Huhn ist am Start und die Kuh ist am Start. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem... Mit einem Villager, würde ich sagen, machen wir weiter. Wobei, ja, haben wir hier einen Villager am Start. Also entweder Villager oder Golem. Wobei, ich sehe, der Golem, der spaziert dort schon so freudig herum. Ich würde sagen, wir kümmern uns zuallererst um den Eisengolem. Okay, dann werfe ich jetzt mal die Mob-Perle auf ihn drauf. Hoffentlich haut er nicht ab. Und 3, 2, 1. Eieieiei, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh mein Gott. Wir sind auf jeden Fall im Eisengolem drin. Freunde, ich muss mich... Oh Gott. Und hier sind auf jeden Fall auch ein paar Monster drin. Sehe ich jetzt schon. Wir werden schon angegriffen, Freunde. Alter, was ist denn hier los, Freunde? Okay, ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich jetzt hier erstmal rauskomme. Ich muss auch sagen, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo bin ich hier überhaupt? Also, ja, wir sind irgendwo im Eisengolem drin. Aber wo genau stecken wir eigentlich? Okay, also ich werde mich jetzt hier einfach mal so Stück für Stück hochbauen. Und ich hoffe mal, dass wir hier überhaupt auf dem richtigen Weg sind. So, zack. Und hier auch nochmal hoch. Oh ja, doch, warte mal, ich sehe was. Es müsste der Körper sein. Also hier der Brustbereich. Und ja, warte mal, das ist er wirklich. Wir sehen hier diese Liane,
die so ein bisschen runterhängt beim Eisengolem. Hier auch nochmal so ein bisschen was davon. Und warte mal, was ist denn das hier? Ist das wirklich ein Villager? Ein Villager kontrolliert im Inneren einen Eisengolem? Ja, das ist ja mal der Wahnsinn. Das ist ja mal wirklich der Wahnsinn. Schaut euch das an. Der hat hier ganz viele Schalter, die er umlegen kann. Der hat hier Knöpfe. Der hat eine Redstone-Fackel und der kann hier durch dieses Fenster sogar herausschauen aus dem Eisengolem. Na, das hätte ich nicht erwartet. Und anscheinend ist hier sogar so eine kleine Lavaquelle. Okay, aber Freunde, unsere Mission bleibt die gleiche. Wir müssen immer noch den Eisengolem-Kopf finden. Und der scheint hier auf jeden Fall nicht so ganz einfach zu finden zu sein. Ich werde mich deswegen nochmal hier ein bisschen durchschlingeln. Vielleicht liegt der Eisengolem-Kopf auch im Kopf vom Eisengolem. Es hört sich komisch an, aber es wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Deswegen versuche ich mir nochmal ganz kurz ein paar Blöcke mitzunehmen. Und deshalb war es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns nochmal eine Spitzhacke mitgenommen haben. Weil jetzt ohne Spitzhacke wäre auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gewesen für uns. Aber okay, wir haben jetzt knapp 30 Blöcke abgebaut. Wobei, mich würde nochmal interessieren, wie sieht's aus, wenn ich mich jetzt hier herausbaue? Was werde ich genau sehen? Das möchte ich jetzt einmal erfahren mit euch. Ich nehme jetzt einfach mal alle Blöcke, die ich so habe. Und wir sehen wirklich hier, schaut euch das mal an, das ist der Eisengolem-Körper, so wie wir ihn kennen. Alter Schwede! Richtig, richtig verrückt. Okay, das heißt, unser Ziel ist es jetzt erstmal in den Kopf hereinzukommen. Und dann schauen wir mal nach, wie genau es im Kopf aussehen wird. Alter, es sieht so komisch aus, dieser Villager, der da einfach mal diesen Eisengolem von innen kontrolliert. Okay, aber wir bauen uns jetzt hier nach oben und wir sind sogar schon an der Decke angekommen. Okay, wir sind sogar auf dem Eisengolem drauf. Ey, wie cool ist das denn? Wir sind einfach mal auf einem Eisengolem drauf. Okay, also bauen wir das Ganze hier ab. Zack. Und hier ist noch ein Eisengolem drin, der anscheinend gefangen ist im Kopf. Und hier ist er, Freunde. Der Eisengolem-Kopf, nach dem wir gesucht haben. Ich baue ihn einfach mal ab und ich würde sagen, wir verziehen uns auch schon sofort, weil gegen den Eisengolem will ich auf jeden Fall hier nicht kämpfen. Okay, okay, er scheint mich auf jeden Fall hier in Ruhe zu lassen. Das war auch sehr, sehr wichtig. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Tafel und bringen natürlich auch diesen Eisengolem-Kopf dorthin. So, zack, wir sehen hier, Golem-Kopf ist am Start. Es fehlt also noch der Villager-Kopf. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir auch in diesen Villager rein können. Ich probiere es mal aus, Freunde. Und, er will handeln. Ah, ich hab's fast vermutet. Ich hab's fast vermutet. Es muss nämlich ein normaler Villager sein. Das funktioniert nicht bei jedem Villager hier mit der Mob-Perle. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal einen normalen Villager hier suchen. Aber da vorne sind doch schon ein paar Leute. Das ist doch perfekt. Sondern würde ich sagen, wir schnappen uns einen von diesen Villagern hier vorne. Das sind auch keine ganz normalen Villager. Das sind hier Schmiede. Ah, wir können es mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und Leute, wir haben noch zwei Perlen. Wenn es so weitergeht, haben wir gleich gar keine Mob-Perlen mehr. Wir sollten jetzt auf jeden Fall keine Mob-Perlen mehr verschwenden. So, deswegen, ich glaube, da oben war noch was. Was macht ihr denn da oben? Hier scheint auf jeden Fall ein wenig Schnee zu liegen. Aber jetzt, ja, wir haben sie, Freunde. Wir haben sie, die normalen Villager. So, ich warte nochmal ab. Okay, der eine haut jetzt, glaube ich, ab. Wobei, ich will nicht, dass das kommt. So, verzieh dich mal, Alter. Genau, sehr schön. Und jetzt 3, 2, 1, let's go. Und zählt an, wo wir gelandet sind im Villager. Das sieht mir nach der Brust aus vom Villager. Zumindest sieht das hier so aus nach Haut, also so dieser V-Ausschnitt. Okay, ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem jetzt erstmal hier das Jump and Run durch, weil wir sehen, anscheinend befinden sich natürlich, wer hätte es gedacht, Smaragde hier. Um ehrlich zu sein, fliege ich hier immer runter, weil diese Villager mich hier total auf die Palme treiben. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den richtigen Riecher hier. So, Villager, hau mal ab jetzt. Es reicht auch irgendwann. Wir wollen uns einfach nur diesen Villager-Kopf abholen. So, und das sieht so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg hier. So, okay, hier ist eine Leiter. Ja, oh, ganz viele Smaragdblöcke sind hier am Start. Und wir sehen auch hier das Gesicht vom Villager. Wir sind also wirklich im Villager hier gerade drin, Freunde. Okay, aber ich muss sagen, so wirklich einen Kopf sehe ich hier nicht. Also eigentlich müssten wir diesen Villager-Kopf hier finden. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Oh, der Kopf scheint auch ein bisschen dicker hier zu sein. Okay, also ich glaube, hier scheint das nicht die richtige Richtung zu sein. Oh Gott, wo sind wir hier hingelandet? Nee, da gehen wir nicht hin. Ja, wo kann das denn sonst sein? Oh, Leute, was ist denn das hier? Aber ist es vielleicht hier drunter? Das wäre jetzt meine letzte Vermutung, aber glaube ich eigentlich nicht. Das war ja nie so der Fall. Bau einfach mal ab. Und doch, da ist er. Der Villager-Kopf. Schaut euch den
einfach mal an, Freunde. Wir haben ihn hier gefunden. Ein Villager-Kopf. Und ich würde sagen, den letzten Kopf bringen wir jetzt natürlich auch zur Tafel. Ja, seinen Kopf haben wir jetzt halt, ne? Aber ich würde sagen, dann marschieren wir ganz schnell mal zur Tafel, wo wir dann auch den letzten Kopf hinbringen werden. Und ich bin natürlich gespannt, was die Belohnung sein wird, die wir bekommen. Denn wir haben ja schließlich alles erfüllt. Wir haben alle Köpfe dahin gebracht, die verlangt wurden. Und dafür haben wir uns ja eine Überraschung verdient. So, ich würde sagen, wir packen das Ganze mal hier herein. Zack, Villager-Kopf. Oh, was? Glückwunsch, dafür musst du sterben, wird angezeigt. Hä? Ich hab doch... Ey, das ist der letzte Scherz, Leute. Das ist der letzte Scherz. Wenn ihr trotzdem den zweiten Teil haben wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da.